wie letzte Woche schon versprochen, am Objekt der Begierde. Ich habe auf dem Weg hierher noch was gesehen. Zumindest zwei Lost Places. Mal schauen, ob ich die heute noch in Angriff nehme. Aber ich denke schon, bei dem ersten muss ich mich etwas durch das Gestrüpp, also durch den Wald, mal schauen, ob das was wird. Hier ist ein Verkehr. Alter Schalter. Das ist ein Sinn. Nee, das wollen wir mal. Ja, liebe Leute, heute verschlossen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Wie komme ich jetzt hier hoch? Das Fenster dort scheint offen zu sein, aber keine Ahnung. Genau an der Straße. Aber warum zu? Ich versuche es mal hinten rum. Wir sehen uns gleich. So, hier habe ich mich jetzt durchgezwängt. Mitten durch den Wald. Sehr schön. Zecken lassen grüßen. Das ist das Hildnerhaus, von dem ich letzte Woche gesprochen habe. Aber da gehen wir später mal hin. Ich muss mir erstmal Kopf machen, wie ich irgendwo da oben lang komme. Damit ich zu dem anderen Place gelange. Wir gehen erstmal rein. Das waren von damals die Außentoiletten, würde ich schon mal denken. Da oben war der Spülkasten. Das war die verschlossene Tür. Richtig. Ein kleiner Laden. Genau an der Straße. Sag bloß, hier ist offen. Rein zu. Der Boden ist heftig. Oh, es ist eng hier. Das ist eng. Ich hätte mir ja die Lampe aufsetzen können. Hätte. Toilette. Was haben wir hier? Keller. Das sieht dunkel aus.
So großartig was zu entdecken gibt's ja nicht. Alles schon entkernt und rausgerupft. Man hat wahrscheinlich mal Baumaßnahmen hier in Griff genommen. Sind wohl gescheitert oder das Geld fehlte. Wer weiß das schon? Küche. Kann man das am Boden sehen? Eine Welle nach unten? Also rein gehe ich ja nicht. Auf keinen Fall. Das erspare ich mir. Aber schöne Wohnung. Naja. Da geht's schon los. Das ist doch herrlich. Alter, nee, hier gehe ich nie weiter. Diese Holzfußböden.
Hier gibt es auch nichts weiter zu sehen. Gut, dann war es das im Haus eigentlich schon wieder. Werden wir uns das Hinterhaus mal anschauen? Cool, ich wollte noch in den Keller. Na, wer kennt Sie? Obwohl Keller eigentlich uninteressant. War ich ja letzte Woche schon. Ist auch nicht wirklich mehr was. Auch schon ziemlich entkernt. Ich werde ins Hinterhaus stiefeln. Weil hier ist echt nichts mehr. Wie sich's gehört. Ja, liebe junge Zuschauer, so sah das damals aus. In solchen schönen Häusern sind wir aufgewachsen. Und es gab noch Waschhäuser. Heute gar nicht mehr denkbar. Aber was ich mich gerade frage, wie kommt man hier runter? Da, man kann es vielleicht sehen, im Keller, es ist nichts mehr, auch alles leer. So groß aufhalten kann man sich ja drin auch nicht im Film. Wie gesagt, ziemlich marode. Auf ins Grüne! Schön. Ah. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich jetzt nicht alles drauf kriege. Aber man muss ja ein bisschen aufpassen, bevor man hintritt. Hier rein zu gehen wäre Selbstmord. Ach, alles zugebuchert hier. Spinnweben an der Kamera. Hier könnte es doch funktionieren, hochzukommen. Richtung anderen Lost Place. Das könnte was werden. Aber Brennnessel über Brennnessel. Ifui Daiwe. Ist gut, dass ich eine lange Hose anhab.
vermute mal. Puh. Ich traue mich gar nicht, hier reinzugehen, richtig. Dass das mal, wo wir gewohnt waren, eine Party-Location war. Für die Bewohner. Steinboden. Alter. Was ist los? Sackt schön ab. Passieren durfte theoretisch nicht. Außer dass wir ein bisschen rutschen gehen. Wir stehen ja auf einem Berg. What the hell? Heißt es wieder Obacht? Ihr habt die Decke gesehen. Ne, ihr habt's gehört. Kann man was sehen? Ach, Leute, ihr habt's gehört. Das war die Treppe. Ich verpiesel mich nach unten. Mein Herz hat gerade Schlag gemacht. So gut, dann war es das mit der ersten Location. Ich werde mal noch schauen, ob man hier oben lang kommt. Oh, Hölle, Brennnessel. Oh. Gegen Räumer. Ah, hier ist alles zugewuchert. Mm. Au. Mm. Man muss doch eigentlich dumm im Kopf sein, was man wegen Los Places alles. Au. Mit Essen auf sich nimmt. Man muss echt ziemlich gestört sein. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Was ist das hier? Ich muss euch mal kurz weglegen, damit ich hier hochkomme. So, mit Ach und Krach nach oben geschafft. Nochmal das schicke Häuschen. Nochmal das schicke Häuschen. Und auf in den Wald. Hier hat sich auf jeden Fall schon mal jemand eine Leiter zurechtgelegt. Ich sehe nichts auf dem Display. Sonne. Sonne satt heute. So, hier oben war ich schon. Mal kurz eben. Da oben geht es noch weiter, aber dort ist nichts weiter. Außer leere Fläche und Zaun. Aber ich habe was Schönes entdeckt. Tata, hier hängt noch eine Dartscheibe. Na gut, Leute, mehr war ja nicht zu sehen. Damit das Video nicht allzu lang wird, werde ich erstmal einen Cut machen und zur nächsten Location. Also dann, man sieht sich dort. Punkt. Bis dann. Leute, ich bin ja gerade im Wald unterwegs.
auf Richtung zum nächsten Lost Place und hab was entdeckt. Könnt ihr das erkennen? Sind das nicht Schießstände von irgendeiner Burg? Irgendwie schon, auf jeden Fall werde ich mal genauer schauen. Wenn ich weiter was finde, Hinweise oder sowas, schalte ich mich noch mal ein. Okay, war dann doch nur ein einsames Mäuerchen. Weit und breit nichts. Man erkennt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Weiter rein zu jucken, würde auch nichts bringen. Es ist nichts. Leere. Keine Burg, keine Überraschung. Schade, schade. Hier gibt's echt nichts weiter zu sehen. Ich zieh weiter. Bis später, denn. So Leute, das war eigentlich mein zweites Objekt. Aber wie man sehen kann, Bauzaun, Bautoilette. Ja, ich würde mal sagen, man kann ja nicht alles haben. Ne? Und jetzt habe ich keine Lust mehr auf nach Hause und Video zusammenklatschen. Bis zum nächsten Video.